Los, Leute, jetzt gehen wir in den Nationalpark. Oder heißt er so? Nationalpark? Das Käferturnier findet jeden Dienstag, Donnerstags und Samstag statt. Du erhältst nicht nur einen Preis, allein für die Teilnahme. Sogar auch ein Käfer-Pokémon, das du dort fängst. Was? Egal. Wann findet das nächste Käferturnier statt? Ja, heute ist Sonntag, also Dienstag, würde ich sagen, ne? Die Turniere werden regelmäßig hier im Park abgehalten. Nimm doch auch dran teil. Ja, mal schauen, vielleicht nächsten Dienstag. Ah, der heißt tatsächlich Nationalpark. Ach ja, so eine schöne Musik. Genießen wir sie doch einfach mal. Ich hoffe, die ist nicht zu verbittet, die Musik. Verbittet. Ne, das kommt von Bit. Von einem Bit, 2 Bit, 8 Bit, sowas. Verbittet. Ich spiele mit Stickern, die ich aus meinem Pokédex gedruckt habe. Wie alt bist du denn? Falls ich gewinne, erhalte ich die Pokédex-Sticker meines Gegners. Toll, Sticker. In Pearl gibt es auch ein paar Sticker, aber die sind eher unnötig. Ich gehe auf dem Park spazieren, aber ich meide das hohe Gras. Trainer möchten immer kämpfen. Okay. Das deutet wahrscheinlich darauf hin, dass ein paar Trainer in diesem Gras hier da vorne sind. Ich kann mich aber auch irren. Pass bitte auf. Oh, ich muss aufhören, immer wie ein Lehrer zu denken. Du musst ein Pokémon-Trainer sein. Da du so hart arbeitest, möchte ich dir dieses überreichen. Eine Flinkklaue. Das gibt die Chance, dass wir einen Ersttreffer landen. Goldstärk Flinkklaue in die Itemtasche. Gib die Flinkklaue einem Pokémon. Manchmal hält es durch die... Was? Ah, keine Ahnung. Ich bin ein bisschen müde, deswegen kann ich gerade so schlecht vorlesen. Ja gut, ich habe eine Nacht durchgemacht, deswegen. Das könnte vielleicht der Grund sein, ja. Minecraft habe ich gerade auch aufgenommen, das werdet ihr morgen sehen, also am Montag. Das war auch ein bisschen müde kommentiert. Ist aber ganz gut geworden. Ich drucke meinen Pokédex aus. Du kannst auch Briefe oder PC-Boxen ausdrucken. Was ausdrucken? Wie? Mit dem Drucker oder was? Übers Internet oder wie jetzt? Egal. Ein Paraheiler. Ach ja, früher habe ich nie gecheckt, wie man da überhaupt rüberkommt. Aber dann habe ich irgendwann mal gecheckt, dass man hier da rein muss. Einen anderen Weg rein gibt's hier nicht. Und wenn man hier entlang geht, da wird's noch ganz interessant. Schöne Musik, so eine schöne Musik. Das ist eine schöne Musik. Ja, 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 eine schöne Musik. Im Nationalpark, ich weiß, ich kann nicht singen. Und was ist das für ein Item? TM 28. Ich glaube, das ist Schaufler. Oder? Moment. Tatsache, es ist Schaufler. Ah, ich bin so gut. Ja, ich weiß, Eigenlob stinkt, aber es stimmt doch. Ich bin ein Profi, was Pokémon angeht. Okay, wieder Angeberei. Ich weiß. Okay, ist hier vielleicht irgendwas? Ja, Tatsache. Lol, ich habe gerade nur gedacht, dass es hier eins sein könnte. Aber ich war mir gar nicht hundertprozentig sicher, dass es eins ist. Oh Gott, ich fange hier an, Bullshit zu reden, aber ich bin auch müde. Das darf ich jetzt in dem Fall. Und dieses Mal habe ich eine Ausrede für meine schlechte Kommentation. Gut, ich würde sagen, jetzt kämpfen wir gegen die Trainer, die hier sind. Ich hoffe, es sind nicht zu viele, weil ich will gar nicht so lange aufnehmen. Ne, ihr wisst schon, müde und so. Nein, dich haben gerade angesprochen, lass mich in Ruhe. Ah! Das ist ja gefährlich, so ein hohes Gras mitten im Nationalpark, wo wilde Pokémon auftauchen. Ich meine, die könnten kleine Kinder vergiften. Da seht ihr dieses Nidoran männlich, das kann wahrscheinlich Giftstachel. Und setzt dieses Nidoran männlich Giftstachel auf ein Kind ein, das irgendwie spazieren, durchs Gras irgendwie geht oder so. Ja, und dann ist der Schock groß. Also, es ist nicht gerade sicher, dieser Nationalpark. Nee, nee, nee. Allein die Pokémon-Welt ist total gefährlich.
Ich meine, da kann hinter jeder Ecke ein Raikou oder ein Entei stecken. Und das ist hier gar nicht so unlogisch. Naja, egal. Ich fasel mal wieder unnötigen Mist. So, aber ich will hier nicht gegen die wilden Pokémon kämpfen, sondern gegen die Trainer, verdammt! Hast du mich nicht gehört, wildes Raupi? Hey, auch noch ein Raupi, das ist doch ein Witz, oder? Hätte schon längst ein Snappo sein können. Ach ja, wir wollen ja super in diesem Part doch entwickeln. Ich glaube, Raupi ist da ein ganz gutes, Opfer. Okay. Ah, er kommt zu uns, okay. Dann müssen wir nicht zu ihm laufen. Die Pokémon-Welt bietet dir viel. Es gibt noch viele Dinge, über die wir nichts wissen. Aber ich weiß mehr als du. Nee, weißt du nicht. Soll das eine Herausforderung sein? Challenge accept. Julius Caesar. Okay, Julius Caesar. Welcher Typ hat dieses Myrapla? Pflanze. Nur Pflanze. Nur Pflanze? Bist du dir sicher? Ja, nur Pflanze. Denkst du nicht, dass es auch noch ein bisschen giftig ist? Ein bisschen giftig hier so. Ach, scheiß drauf, ich fange ja an, Bullshit zu reden. Das ist schlimm. Oh Gott. Das wird wieder ein schlechter Part. Das sag ich irgendwie zu jedem Part. Oh verdammt. Okay, ich höre auf mit dem Let's Playen. Tschüss. Okay, Voltoball. Okay, wenn er so ein Profi wäre, dann hätte er seinen Voltoball eine TM beigebracht. Ich würde ihm die TM... Na, ist keine TM, aber eine VM. Ich würde ihm Blitz beibringen. Ganz einfach, weil Voltoball einen hohen Verteidigungswert, glaube ich, hat. Bin ich mir gar nicht so sicher. Außerdem hat es eine hohe Initiative. Das heißt, man kann den Gegner zunächst blenden. Ich sollte nicht über Pokémon-Taktiken reden, wenn ich hier müde ein Let's Play kommentiere. Das. Nee. Schlechte Kombination. Gott, in Minecraft war ich viel fitter. Jetzt bin ich irgendwie. Jetzt habe ich irgendwie einen Tiefpunkt erreicht. Blöde Snubbel, ich hasse dich. Auch wenn ich dich selber habe. Hey, aber wenn wir dieses Snubbel besiegen, haben wir den Golbat. Aber das passiert nicht, wenn unser Zubat down geht, deswegen muss ich erst wechseln zum Iglava. Ah, schönes Gesicht hast du. So. Ich mach dir Feuer unterm Hintern. Ach komm, ich bitte dich, was soll denn das denn jetzt sein? Das ist doch nicht dein... Ja genau, verzöger diesen Kampf ruhig um weitere 5 Sekunden. Ist mir recht, ich kann darin nicht darüber meckern. Nee, ich habe noch nie über Pokémon gemeckert. Oder im Spiel gemeckert. Nee. So, Level 21 und ich glaube, Zubat müsste auch noch ein Level abkriegen. Zugunsten von Nutzgeben. Ja, welche Attacke soll vergessen werden? Was hauen wir denn weg? Ja, machen wir Silberblick weg. Silberblick ist nicht so die heftige Attacke. Die kann man vielleicht in seinem Moveset drin haben, wenn man unbedingt die Verteidigung des Gegners senken möchte. Aber ich glaube, das geht mit Kreideschrei genauso gut. Oder mit... Ach, scheiß Telefon. Es geht aber auch mit Eisenschweif. Also Eisenschweif geht auch um die Verteidigung des Gegners zu senken. Ist aber ein bisschen ungenau. Also daher nicht so eine hundertprozentige Taktik, um die Verteidigung des Gegners zu senken. Jetzt rede ich hier tatsächlich über Pokémon-Taktiken, obwohl ich müde bin. Das ist nicht mehr schön. Ich nehme den Part übrigens um 15.46 Uhr gerade auf. Also jetzt ist gerade 15.46 Uhr. Und den Part werde ich sofort hochladen, wenn ich ihn fertig gerendert habe. Also wenn ich ihn fertig produziert habe, dann rendern und so weiter und so fort. Dann lade ich ihn sofort hoch und dann, ja... Aber zunächst entwickelt sich unser Zubat zu Golbat. Ladies and Gentlemen,
Wir haben ein Golbat. Okay, Golbat. Zeig mir deine Kraftpunkte. Okay, 74 Kraftpunkte hat Golbat. Ja, ich glaube in 3 Level müsste sich zu Expert entwickeln, laut meiner Prognose. Wie geht's eigentlich unserem kuriosen Ei? Es bewegt sich manchmal, es könnte bald schlüpfen. Oh, hoffentlich kommt ein Shiny raus. Dann hätte ich schon 2 Shinies in meinen Let's Plays gehabt. Insgesamt, ich hatte ja schon mal ein Shiny, und zwar im Rubin-Let's Play. Ein Stollos. Stollos? Ja, Stollos ist das. Was ist? Warum starrst du mich so an? Oh, ein Kampf? Ja, ein Kampf. Oder was glaubst du? Wow, gehöre Monika. Monika. Warum haben eigentlich alle Gören oder weiblichen Trainern ein Pflanzen-Pokémon in ihrem Team? Kommt mir irgendwie so vor. Also entweder haben weibliche Trainer ein Wasser- oder ein Pflanzen-Pokémon. Das sind so die häufigsten Typen, die weibliche Trainer in Pokémon-Spielen haben. Ich kann mich aber auch irren. Na komm, verlässt dich selber. Es ist Emo-Tag. Okay. Emo-Tag vorbei, du stirbst jetzt. Jetzt bist du wahrscheinlich sehr glücklich. Gut, was kommt jetzt? Ah, jetzt kommt der Emo. Jetzt kommt der große Bruder von dem Emo. Und es sieht auch wirklich aus wie ein Emo. Tragasaur. Ich hatte mal einen Knogger im Team, falls ihr das noch nicht wisst. Und zwar in Feuerrot hatte ich mal einen Knogger im Team. War richtig, richtig stark. Also Knogger ist schon ein gutes Pokémon. So, und ich glaube, ich schaue dann auch nach dem Kampf mal nach, wie viel Geld wir haben. Und wenn wir noch Zeit haben, am Ende des Parts, schaue ich noch in die Spielhalle vorbei. Und ja. Dann schaue ich nach, ob wir uns das Pokémon holen können. Erstmal schaue ich nach, wie viel Geld wir haben. 7779. Das reicht für 1000 kriegen wir 50. Wir haben 7000, das heißt, wir kriegen 50 mal 7 sind 350. Damit könnten wir uns ein Abra holen. Naja, ich würde sagen, wir kämpfen noch gegen mehr Trainer, nicht gegen wilde Pokémon. Wow, ein Sonnenkern. Ich glaube, das hatten wir noch nie in einem Let's Play gehabt. Ist das... Ja, ich glaube, das ist das schwächste Pokémon ever. Also nach Ninja Tom. Von den Werten her. Daher kann ich das ruhig unbesorgt mit Blutsauger angreifen. Ja, und ihr seht, es war sogar ein One-Hit-Kill. Eine gute Heilstation für unser Golbat. Danke, Sonnenkern. Hab dich lieb. Jetzt, was kommt jetzt? Bitte nicht nochmal ein... Okay, Nidoran weiblich. Ach komm, wisst ihr was? Kämpfe ich einfach mal gegen die wilden Pokémon, die hier kommen. Da haben wir umso schneller einen X-Bat. Wow, ein Volltreffer. So, einmal noch Biss. Jetzt haben wir keine AP mehr für Biss. Jetzt müssen wir mit Blutsauger angreifen. Oder wir geben ihnen einen Äther. Hallo. Mein Freund hat ein Meryl. Ich finde es liebenswert. Ich hätte gerne selbst ein Meryl. Tja, dann fangen wir eins. Schau mal beim Kesselberg vorbei. Dort gibt es viele. Okay, ich, hier vielleicht? Ne, die hat man auch schon. Hier vielleicht? Das ist ein Brief von meiner Tochter, das macht mir Freude. So, dich hat man noch nicht. Ja, Tatsache. Wir bewundern unsere Pokémon, auch wenn sie uns nicht mögen. Das macht eben den wahren Fan aus. Nicht schon wieder so ein Fan, hoffentlich hat er keine 6 Pokémon.
Das haben sie nämlich öfters, dass die 6 Pokémon in ihrem Team haben. Gut, der hat nur 1, freut mich. Nein, kein Raichu! Ey, das ist doch viel zu stark! Ein Raichu Level 14, wer macht sowas? Habe ich euch nicht gelernt, dass man seine Pokémon erst den Stein gibt, wenn es gute Attacken kann, weil es danach keine Attacken mehr lernt nach der Entwicklung zu Raichu? Ein Poké-Fan muss das wissen. Und warum kann es Donnerblitz? Pikachu lernt Donnerblitz erst mit Level 30. Verdammter Cheater. Verdammt, das Raichu könnte mir echt Probleme machen. Ich glaube, ich gebe ihm mein Heil-Item. Ja, ein Supertrank wäre ganz gut. Na, Nebulok ist immer noch da und ich glaube, unser Nebulok braucht noch ein bisschen, bis es sich zu Alpollo entwickelt. Aber für Alpollo habe ich eine eigene Taktik entwickelt. Und zwar, ja, vom Moveset her. Da kann es so einiges wieder aufleveln. Die nächste Arena ist eine Geist-Arena. Dort kriegen wir eine Geister-TM, wenn wir die Arena geschafft haben. Und da kann unser Nebulok auch ein bisschen was abkriegen von ein paar Erfahrungspunkten. Ich glaube, das steht gar nicht im Moveset drin, die TM, die wir von der Geister-Arena bekommen, oder? Ich weiß gar nicht, also das Moveset weiß ich gar nicht so hundertprozentig auswendig. Ich habe es mir am PC eingespeichert, deswegen weiß ich das nicht. Mein Pokémon. Ach komm. Immer dieselben Pokémon, hört auf mich zu nerven. Geh weg, blödes Taubsi, stirb einfach und lass mich in Ruhe und Fall hieb. Hey, das reimt sich. Ja, war ja auch beabsichtigt, dass das sich reimt. Gut, ich glaube, wir können den Nationalpark verlassen. So, hier ist noch eine Route. Die möchte ich allerdings noch nicht betreten, sondern zunächst nehme ich hier noch die Beere mit. Ach, aber der Beutel ist voll. Okay, was haben wir denn? Ach, wisst ihr was? Es ist hier gleich um die Ecke eine Box. Warum die nicht nutzen? Okay, PC von Gold. Bla 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 bla. Ich lagere jetzt mein Zeug hinein. Einfach erstmal das ganze Zeug. Zunächst hau ich diese Flinkklaue rein. Dann noch kommt das AP Plus. Das AP Plus kommt rein. Okay, ich höre ja schon auf zu singen. Nein, kann ich nicht. Tut mir leid, es macht so viel Spaß, aber ich höre jetzt auf, auch wenn es so viel Spaß gemacht hat. Okay, ich glaube, diese zwei Items müssten reichen. Fürs Erste. Die anderen versuche ich jetzt irgendwie zu verbraten, keine Ahnung. Wow, eine Eisbeere. Halt, glaube ich, Verbrennung. Obwohl es viel sinnvoller wäre, wenn es eine Feuer... Also eine Vereisung heilen würde. Verdammt, wo laufe ich jetzt hin? Wie viel Geld haben wir eigentlich? Ich bin voll geldgeil. Ich schaue in jedem Part nach, wie viel Geld wir haben. 8000, das ist immer noch zu wenig. Ich will jetzt aber auch nicht zurücklaufen ins Pokémon-Center, dazu ist der Weg zu weit. Am liebsten würde ich jetzt speeden. Ach, wisst ihr was, der Zustand unserer Pokémon ist noch ganz okay. Aber hier könnten wir unser Nebulok trainieren. Ach, wisst ihr was, komm, ich nehme jetzt einen Beleber. Ganz einfach, und zwar hier, Beleber. Beleben wir unseren Nebulok wieder. So, Netzer. Ich werde jetzt deine Gedanken lesen. Titten. Okay, du Psychopath. Jacques. Dieses Abra kann Blitz. Das weiß ich auswendig. Könnte zu fies sein und erst mit Groll angreifen, sodass er später nicht mehr mit Blitz angreifen kann und dann nur noch Verzweifler einsetzt. Aber ich glaube, das wäre dumm, weil sonst unser Nebulok getroffen werden kann. Daher glaube ich, versuche ich zuerst mal... Ach! Ja, er ruft gleich sein Stärkstes raus, ist klar. Hallo, Kadabra. Verdammt, ich wollte es nicht so haben. Na gut, dann... Jetzt kommt wahrscheinlich eine Psycho-Attacke. Konfusion, schätze ich. Ich nehme jetzt einmal... Igler war. Ja, sag ich ja, Konfusion. Und wahrscheinlich ist jetzt unser Igler war verwirrt, oder? Nee, doch nicht. So, jetzt machen wir ihm wieder den Hintern heiß.
Hört sich pervers an, aber ist so. Ja, jetzt komm schon, Nommel. Ich möchte endlich meinen Nebulok einsetzen gegen dieses Abra. Psykraft. Ich habe keine Ahnung, was der Attacke bringt. Also senkt die Genauigkeit. Warum? Nein, warum setze ich rauf, Volkan? Ich habe mich vertippt. Ich wollte eigentlich Rotzukiba einsetzen. Ja, Flug fehlt, es war meine Rauchwolke. Deutscher! Ausgenockt! Okay, jetzt zeig mir deine Nebulax. Ich will ein paar Erfahrungspunkte für meinen. Nee, jetzt zeig mir deine Abras. Was rede ich hier da? Okay, Nebulax her, komm. Okay, viel Spaß, Nebulax. Nein, nicht hypnotisieren, Blowjob wollte ich. Also das Abra wollte, ne? Das Abra wollte einen Blowjob. So, jetzt ein Blowjob für Abra. Mann, sogar fast ein One-Hit-Kill. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich glaube, Abra gefällt es. Und er schläft jetzt schon, also. Ey, was habe ich für eine Fantasie? Das ist nicht mehr schlimm. Ey, das ist nicht mehr schön. Oh Gott. Also, hier ist ein letztes Abra. Ich glaube, das können wir mit zwei Stärker tappen. Attacken. Attappen. Tja, was? Teleport? Ich dachte, du kannst Blitz. Bitte schön. Teleport war mir sogar lieber gewesen. So, Level 18 für Nebulak. Bald lernst du Nachtnebel, Nebulak. Ich habe mich wohl bei dir verlesen. Okay. Und ich glaube, ich mache hier an dieser Stelle Schluss. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, weil jetzt bin ich zu müde und habe keine Lust mehr, weiter vorzulesen. Und ich glaube, das Let's Play wird auch ein bisschen schlecht, wenn ich keine Lust habe. Daher, sorry, dass es heute ein bisschen, ja, dass es heute wieder ein bisschen wenig los war von mir. Aber, ja, dafür gibt es morgen wieder das volle Programm. Das volle Programm, wieder pervers. Okay, dann bis zum nächsten Part. Ich höre jetzt damit auf, ne? Also, ciao. Gott, ich bin vielleicht pervers heute.